Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Teil 2 von New Homie Unboxing. Ich habe ja letztes Mal 5 Bilder gezeigt und ein Hintergrundtuch. Hier haben wir auch wieder ein Hintergrundtuch und zwar, das zeige ich euch zum Schluss. Ja. Wir fangen jetzt erstmal an mit den 4 Bildern, die ich euch heute präsentieren möchte. Und schnappen uns das erste Bild. Es sind auch wieder 30x40 Bilder, wie das letzte Mal auch. Ich wollte halt einfach mal testen, wie ist der Druck bei bestimmten Bildern in klein. Letztes Mal war es gemischt. Ja, mal gut, mal nicht. Aber das liegt ja nicht an New Homie. Das liegt an den Herstellern der Bilder, die zu klein drucken. Aber ich denke schon, dass New Homie die ganzen Bilder, die jetzt zu klein scheinen, bald auch in groß reinkriegen. So, was habe ich denn hier ausgesucht? Ich guck mal. Ah, das müsste erkennbar sein. Ja. Und zwar, ja, alter Mann, alte Frau, ja, mein Mann und ich am Frühstückstisch. So. Toolkit dabei, wie immer. Das heißt, wenn ihr gerade Anfänger seid und kleine Bilder kauft, habt ihr auf jeden Fall immer alles dabei. Ihr könnt sofort loslegen. So, die Steine, wie immer, supi. Gefällt mir gut. Sehr, sehr gut sogar. Ja, ja, ja. So, das Bild natürlich für 30x40 braucht ihr euch nicht denken, dass es jetzt eine super High-Auflösung ist. Ja, High-End-Auflösung. Nein, aber man erkennt das, was drauf ist. Und das ist das, was mich heute sehr glücklich macht, ja. So, ich zeige euch mal den Druck. Der ist sehr, sehr gut. Die Leinwand ist schön stabil und dick. 40x30. Und wir haben da die DMC-Nummer mit dabei. Ja, da schwören so viele drauf, wenn die DMC-Nummer dabei ist, dass sie die Reststeinchen dann wegsortieren. Ja, das mache ich nur bei eckigen Steinen. Runde Steine gebe ich meistens ab. Und ja. Dieses Bild ist schon mal sehr gelungen. Also dafür, dass es so klein ist, ist okay. Also ist gut. Sehr, sehr gut. Da freue ich mich. So, machen wir das nächste Bild auf. Mit der kleinen Minischere hier. So. Pupp. Müll packen wir zur Seite. Und haben wir dann einen Fleck? Hm, ist nur Kleber. Okay. So, was habe ich mir denn hier aus? Ah, genau. Und zwar, ja, wie immer ein Toolkit. Tun wir mal zur Seite. Ich zeige euch mal zuerst die Steinchen, bevor wir auf das Bild eingehen. Ich habe wieder ein Bild mit Bedeutung. Und ich glaube, ihr habt es schon zum Teil erkannt. Die Steine sind super. Da kann man nie was gegen sagen bis jetzt. Also, alles gut, alles gut. So, jetzt zeige ich euch mal, was ich mir geholt habe. Ich hatte Angst, dass es zu verpixelt ist, aber man kann es erkennen. Ja, was ist es denn? Michael Jackson. Ja, also ich habe aber das Gefühl, dass die Folie so ein bisschen gelitten hat. Nee. Der Kleber ist super. Hat wahrscheinlich sehr lange gelegen im Lager. Ich guck mal eben, ob da alles okay ist. Alles gut. Okay. Ja, weil hier so viele Wellen in der Folie sind. Aber das macht nichts. Ist ja gegossener Kleber. Ja, also Michael Jackson von nahen natürlich sehr verpixelt. Man muss sein Gesicht auch nicht sehen. Es reicht, wenn man hier diesen Umfang sieht. Und hier für die Socken werde ich AB-Steinchen nehmen, die so glitzern. Ja, man erkennt zwar nicht super gut, aber man erkennt Michael. Und den musste ich haben. Ja, den werde ich mir auch irgendwann mal in größer besorgen. Keine DMC-Nummern hier aufgelistet, das ist nicht schlimm für mich. Das macht mir gar nichts. Aber hier ist zum Beispiel nicht aufgeführt die Größe. Ich weiß, dass es 30x40 ist, aber die Größe ist nicht aufgeführt. Die MC-Nummern sind nicht aufgeführt. Da hoffe ich, dass sich an dem Druck was ändert. Ja, dass es ein bisschen größer gemacht wird, die DMC-Nummern aufgeführt sind. So ein bisschen wird sich in der Zukunft bestimmt was tun bei den Diamond Paintings. Ja, wenn der Trend so weiter wächst. Definitiv. So. Tun wir das mal beiseite. Und nehmen uns das nächste. Ja, also bis jetzt geht's, ne? Bis jetzt war jetzt noch keine Katastrophe dabei.
Wir haben Spaß. Upp. So, Müll wieder zur Seite. Und wir rollen aus. Da habe ich ein Standard-Toolkit. Wir haben schöne bunte Steinchen. Oh, das Grün ist schön. Das Blau gefällt mir auch gut. Ja, na. Schöne Steinchen und ein Süßigkeitenbild. Das fand ich so schön bunt. Das musste ich haben. Ich weiß nicht. Hat mich magisch angezogen. Ich stehe auf Süßigkeiten. So, hier haben wir auch keine DMC-Nummern dabei. 30x30. DMC-Nummern brauche ich auch nicht unbedingt immer, aber es wäre halt schön, welche zu haben. Ja. So, das Bild finde ich sehr schön. Gut gelungen für den Druck. Also dafür, dass es so klein ist. Oder? Man erkennt die Süßigkeiten. Das finde ich richtig cool. Gefällt mir. Ja. Ach, den Druck wollte ich euch noch zeigen. Genau. Guckt mal. Boah, ist das schön bunt. Ihr wisst ja mittlerweile, dass ich so auf bunte Farben richtig abfahre, ne? Oh, und der Druck ist so gut. Ja, gefällt mir richtig gut. Also ich bin echt geflasht. Boah, so viele Farben. Ah, toll. Das wird was. So, packe ich zur Seite und pack das letzte Bild aus, bevor ich euch das Tuch zeige. Den Fotohintergrund für meine Streamerei. Vielleicht auch bald für meine Vlogs. Wir gucken mal. Ich möchte nämlich bald mit euch so ein bisschen was an dem Video-Content ein bisschen verändern. So. Öffnen wir das Ganze. Ich habe heute, glaube ich, nur runde Steinebilder. Das ist so ein bisschen der Nachteil bei manchen Auswahlen, dass man da wirklich fast nur rund hat. Ja, ist rund. Aber das Bild ist super schön. Super schön. Oh, guckt euch das an. Das ist es, was ich meinte. Nicht immer ist klein gleich schlecht. Hier haben wir auch die DMC-Nummern wieder mit dabei und super schöne Farben. Super schöne Farben. Ja. Wahnsinn. Also, super schön. Ja, mir gefällt das Bild super gut. Der Druck ist gut. Sehr, sehr schön. Man erkennt den Schmetterling, man erkennt die Frau, die Augen. Alles ist gut geworden. Ja, ihr seht, 30x40 ist manchmal auch ausreichend. Ja, ist das nicht schön? Boah. Holla, die Waldfee. Ja, da will man doch glatt sofort lospainten, ne? Ja, das waren meine Bilder für heute. Ich weiß, es ist kurz, aber bündig, das Video. Ja. Ich zeige euch jetzt nochmal das Hintergrundtuch, denn Yuhomi hat nicht nur Bilder, die haben auch ganz andere Sachen im Angebot. Tierdecken, Hundebetten, Mini-Kühlschränke, Reiskocher, was es da gab, meine Herren. Und mittendrin im Geschehen, auch Osterzeugs und Foto-Hintergründe. Und wie ihr hier sehen könnt, habe ich mir einen Foto-Hintergrund ausgesucht. Ich klappe das mal so ein bisschen aus. Ihr erkennt hier schon so Mandala mit Farbübergängen, ne? Das ist so schön. Oh, so schön. Hier seht ihr den Farbübergang hier in das Dunkle, in das Hell. Ja. Ich zeige euch mal das Bild eingeblendet, dann muss ich es nicht ganz aufhalten. Denn ich möchte es ja in Stream verwenden und dafür soll es nicht zerknittern. Nee. Es darf nicht zerknittern. So, ich falte es nochmal zusammen. Ich zeige euch das Bild hier eingeblendet. Das ist doch der Hammer, oder? So richtig schön Mandala. Oh, ist das schön. Ja, ich freue mich, dass ich euch diese vielen Sachen präsentieren durfte innerhalb von 2 Videos. Und wir werden in den nächsten Tagen mal eins der Bilder anfangen. Und ich werde euch die Fotohintergründe zeigen, wie sie im Stream wirken. Ja. Vielen lieben Dank, die Homie, für diese super Kooperation.
Für die tollen Sachen, die ich mir aussuchen durfte, klar, ein paar Sachen habe ich mir fehl ausgesucht, weil die halt zu klein waren, hätte ich mir größere Bilder aussuchen sollen. Aber für mich reicht's. Ich habe Spaß dabei. Ich habe mega Spaß. Ja, ich freue mich auf die Videos mit den Paint with Me's. Ich freue mich auf die Streams mit den Fotohintergründen. Und ich freue mich, euch fertige Bilder präsentieren zu dürfen, ihr Lieben. Ja. Wir sehen uns in meinem nächsten Video und bis dahin bleibt mir gesund, passt auf euch auf. Eure Anni. Tschüss!